dass dieser Käse hier auch nicht gelöscht wird. Das ist ja nicht schön. Ich will doch nicht jedem verraten, wann ich jetzt aufnehme und wie lange. Ja. Aber es merkt ihr sowieso, wenn ihr das verfolgt, dass ich häufig etwas längere Aufnahmen mache, die nicht unbedingt nur 5 oder 10 Folgen lang sind, sondern meistens irgendwas im Bereich zwischen 4 und 7 Stunden so in etwa. Und deswegen erklärt sich das von selbst, dass die Aufnahmen, die ich in der letzten Aufnahme... Nee, dass die letzten Aufnahmen, die ja alle unter einer Stunde lang waren, naja, nicht so ganz natürlich abgebrochen wurden, beendet. Ich muss aber schon sagen, dass ich im Prinzip jedes Mal, wenn ich die Aufnahme beende, in Minecraft vor allem, sie eigentlich abbreche. So richtig gewaltsam, weil ich mich dazu zwingen muss, nicht weiter zu zocken. Das fällt mir sehr häufig sehr schwer. Manchmal auch nicht. Manchmal bleiben dann auch irgendwo die Ideen aus oder die Motivation oder auch einfach mit der Sprache ist dann nicht mehr so gut. Deswegen habe ich ja schon das Glas Wasser hier daneben stehen. Das seinen guten Dienst tut. Aber ansonsten muss ich leider sehr häufig, dann muss ich mir sagen, okay, morgen ist auch noch ein Tag oder der Tag danach oder in 2 Wochen oder im Monat oder wann auch immer ich dann wieder Lust habe oder Zeit. So, guck mal. Wollte ich das jetzt so? Nee, das sollte ich hier ja ab. Haha, das hatte ich schon wieder vergessen. Da, vielleicht machen wir das auch einfach richtig eckig. Oder auch nicht, kann man das so anbieten? Jetzt hier noch so ein bisschen hoch. Der auch noch weg. Ach, da kommen wir nicht ran. Na. Ja, komm, das geht doch. Das gewinnt jetzt keinen Schönheitspreis. Es ist zweckmäßig. Und genauso zweckmäßig ist die regelmäßige Nahrungsaufnahme. Tja, und weiter im Text. Zwischendurch nochmal ein Spitzhäckchen reparieren, bevor es ganz kaputt geht. Vielleicht können wir auch bald schon uns vernünftiges Werkzeug holen, bevor wir denn hier reinbuddeln. Also bevor ich das hier nass mache, ne? Aber ausheben können wir es eigentlich schon. So viel Zeit muss dann ja sein. War das jetzt richtig? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, den kann man so lassen. Machen wir da einfach Erde hin. Und ich wollte ja hier 1, 2, 3 diese hier alle nehmen. Und da einmal bis zum Meer buddeln. Beziehungsweise klopsen. Und aus Schönheitsgründen müssen wir hier noch einen in die Tiefe gehen. Achso, ich habe das Mausrad gedreht. Das kommt mit der Maus manchmal vor, weil das nicht so ganz scharf ist, das Mausrad. Also okay, die Maus ist schon scharf für ihren Preis. Das ist jetzt auch kein unhandliches oder handliches Gamer-Utensil, wo man wirklich sagen kann, oh, das hat 20 Millionen DPI oder sowas, was denn der Hardcore-Pro-Gamer braucht. Oder auch der Möchtegern-Pro-Gamer, der zu viel Geld hat oder es sich von seinen Eltern borgt. Vorurteil Ende. So, und das ist eben nicht so ganz... Also die Einstellung... Also wenn ich jetzt am Mausrad drehe, zack, dann geht das eben sehr leicht. Aber nicht so, dass da kein Widerstand wäre, nur ist er eben nicht groß. Es wäre schon schön, wenn er etwas größer wäre. Nur gefielen mir die Tasten so gut. Es klickt fein, sie liegt gut in der Hand. Und das jetzt auch, kann ich ja mal ganz kurz verraten, das erste Modell ist, was kein Laptop-Format hat, sondern schon etwas größer. So ein normales Maus-Standard- Größenformat. Ja, den können wir auch mitnehmen. Dann lassen wir es hier so langsam ausklingen. Können dann hier noch was reinbasteln. So, ich glaube, es lohnt sich nicht für die Spitzhacke. Moment, reparieren wir. Bäm, bisschen was verschenkt. Ist ja egal. So, dann machen wir hier jetzt mal ganz kurz den Baubeginn. Indem wir alles wieder zuschütten. Nein, natürlich nicht. Also, das wäre hier so die Mitte. Ich habe keine Ahnung, wie weit wir buddeln müssen.
Aber ich weiß, dass das mehr als ein Meter sein wird. Deswegen auch die ganzen Fackeln, bevor wir irgendwo in eine Höhle stolpern. Ach so, wir haben ja ein paar Kohle. Die Musik ist gerade etwas nervig. Liegt das nur an mir? Au, wollte ich gar nicht. Es geht ja vor allem auch darum, dass das harmonisch ist, dass das, was hier jetzt gespielt wird, nicht viel zu laut ist im Gegensatz zum Minecraft-In-Game-Sound. Na, 31 Fackeln. Damit kann ich leben. Nee, ich glaube, ich mache es einfach auf dem Ohr ein bisschen leiser. So. Dann zwischendurch eine Fackel hin, damit man was sieht. Ist eigentlich auch egal, wo die hinkommt, kommt doch sowieso alles weg. Der Boden wird ausgehoben. Aber wir müssen erstmal gucken, wie weit wir hier denn müssen oder ob das überhaupt richtig gepeilt ist. Also theoretisch müssten wir entweder direkt auf der anderen Seite rauskommen oder über uns müsste Erde sein oder nichts. Dann wäre das halt schon blöd. Wenn ich mich dann bis zu unserem Haus oder bis zum nächsten Ozean quer durch die Landschaft buddel und es nicht merke. Das wäre schon, wär nicht so gut. Deswegen hoffe ich, dass wir das hier nicht erleben. Sonst fühle ich mich doch zu sehr wie ein Regenwurm. Hä? Habe ich gar nicht mitbekommen, das regnet. Also, ah ne, du trittst da jetzt oben drauf rum. Ja, guck mal. Noch mehr Kies. Ich brauche doch gar keinen. Also gerade nicht. Höhle ist da wohl nicht. Dann mache ich das gerade ein bisschen schummelig. Dann geht das wenigstens ein bisschen schneller hier. Bam, 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 bam. So, und hier können wir schon wieder gerade durchbuddeln. Und eine Fackel musste sowieso hin. Von daher ist ja alles gut. Es könnte hier eventuell schon nach oben gehen. Ich gehe noch mal ein bisschen weiter. Und dann... Na, man soll nicht nach oben buddeln. Das Stein, was sagt mir das jetzt? Irgendwie gar nichts. Muss nicht angestehen. So, vielleicht war das auch noch nicht weit genug. Kann eigentlich nicht mehr so als 50 Meter vielleicht sein. Bis auf die andere Seite. Neue Fackel. Ich glaube, ich grabe uns hier einfach mal nach oben. Ach, guck mal, da sind wir schon draußen. So, ein kleines Treppchen. Hüps, hüps. Achso, haha, hüps, hüps, hurra. Und Schwerti ist da. Ja, guck mal, das ist doch hübsch. Hier wäre dann also der Ausgang. Also hier einer und dann müssten wir ganz schön viel wegnehmen. Na, das ist ja Meeresniveau hier. Das heißt 1, 2, 3, 4. Okay, hier ist doch gar nicht so viel. 4, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, dann kommen wir ein tiefer raus als das hier. Ja, ist jetzt auch nicht schlimm, ist kein Weltuntergang. Wir müssen halt nur ein bisschen wo hier durchgraben. Das werden wir schon überleben. So. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich glaube, ich wollte sowas wie eine Eisenspitzhacke anlegen. Wofür wir am besten einfach mal zurückrennen. In unseren kleinen Verschlag rein. Ich hätte noch Sachen ablegen sollen. Schön. Aber hilft ja nichts. Muss ja, ne? Muss ja. Wenn dann jemand antwortet, ja, ist auch so. Dann fehlt nicht sehr viel und mir fällt der Hals vom Kopf. Oder auch umgekehrt wahlweise. So, und da kommt jetzt rein. Ein bisschen Pflasterstein. Ein bisschen... was mache ich? Ja, okay. Träumen weiter. Machen wir doch eine Kiste, ausnahmsweise. Und zwar so. Ich wollte doch eine Eisenschaufel machen. Hatte ich das denn schon wieder vergessen? Auch schon wieder falsch, keine Eisenschaufel, sondern Eisenspitzhacke. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da passt gerade so eben.
Und das Kistchen kommt jetzt vielleicht hier so hin, damit wir es nie sehen und immer vergessen. Oh, wie immer eigentlich. So, ein paar Stickies, die müssen da auch nicht sein. Kommen auch ins Kistchen. Ich glaube, sortieren wir besser drinnen, während wir darauf warten, dass es Nacht wird. Ja, ja, Spinny, heute nicht. Ich will heute nicht kuscheln. Kannst du vergessen. So, den einen Seed packen wir noch irgendwo hin. Verschließen. Und bis zum nächsten Morgen. Nam, 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 nam. Na, morgen. Liebe Sorgen, ihr seid ja alle schon wach. Die Sonne ist aufgegangen. Wir kippen den einen Samen ins Meer. Ich will nicht sagen, dass das meiner war. So, und denn, ja, womit fangen wir an? Vielleicht hier so. Ich hatte mir das folgendermaßen gedacht. Wobei, kann ich auch zeigen. Gut, ist halbwegs richtig, glaube ich, ne? Dass wir hier zwei reinbuddeln. Also zwei hoch. So, ich deute das jetzt mal im Profil an. So. Dass es dann hier oben weitergeht. Bim, 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 bim. Dim, 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 dim. Den ganzen Käse hier auch ab. Wobei das schon wieder einer zu viel war. Das ist jetzt nur andeutungsweise. So ungefähr. Habe ich mir das gedacht. Also nicht nur ungefähr, sondern genau so. Und nicht anders wird's gemacht. Und dann könnte man in Erwägung ziehen, die durch Treppen zu ersetzen. Durch entweder Cobblestone-Treppen oder diese Ziegelstein-Steinziegel-Treppen. Und deswegen müssen wir den auch gleich mit abbauen oder können es. Es hindert uns nichts daran, sozusagen. Und ich hoffe, dass das dann auch alles so hübsch wird. Was ich wiederum nicht weiß, nur vermute. Ich hab's gehört, dass das schön wird. Ich habe da so meine Quellen. Und die nennen sich Minecraft plus etwas Zeit, ein paar Ideen. Und Creative Mode, genau, der fehlte noch im Bunde. Dann ist es auch ein bisschen einfacher. Ich würde sonst bestimmt diesen Kollegen da oben immer mit abbauen. Manchmal nicht, manchmal ja. Oder da fällt dann Kies runter über weite Strecken, so wie da vorne irgendwo. Da so, da kurz vor Toreschluss. Sieht auch so aus, als wäre es gar nicht viel, ne? Ja, 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 man kann sich täuschen. Es sind doch ein paar Meter, die da zustande kommen. Ich habe kürzlich gelesen, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ob man denn eigentlich Sicherheitskopien von Software anstellen oder anfertigen darf. Da bin ich auf was relativ Kurioses gestoßen. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt so auch von Anwälten oder Richtern oder wem auch immer, wer da das Sagen hat. Oh, das geht aber schön schnell, ob das so, ja, unterstützt würde. Thema Urheberrecht ist ja eine ziemliche Grauzone. Da widersprechen sich häufig auch die zuständigen Institutionen oder revidieren dann irgendwas vom Kollegen oder wie auch immer. Das ist nicht so ganz einheitlich. Und was heute gilt, kann ja auch morgen dann schon wieder als ungültig und nichtig erklärt werden. Also, da hat jemand gesagt, dass man für Software, sofern man sie legal erworben hat, was ja die meisten tun, hoffe ich. Ich tue es. Ganz einfach, weil es mehr Spaß macht, dann das zu spielen, weil es ja meins ist und nicht aus dubiosen Quellen gezogen, was mit schnellem Internet geht. Aber gut, darauf will ich gar nicht hinaus. Dass man sich dann eine Sicherheitskopie anfertigen darf, sofern der Software kein Sicherungsdatenträger beigefügt wurde. Also praktisch das Spiel zweimal ausgeliefert wurde. Dann hat man wohl, so stand's da, die Erlaubnis, ja, auch unter Umgehung von Kopierschutztechniken, wie hart auch immer, man darf die dann wohl sogar knacken. Nur,
weiter verbreiten, nicht? Und wie das jetzt geregelt ist, von wegen Familienangehörige und nahe Verwandte und es gibt ja noch so Freunde, Bekannte, irgendwie sowas. Ich weiß nicht, wie es da aussieht, ob es da eine einheitliche Meinung zu gibt, was man da darf, ob ich das jetzt zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt in der Schule wäre, ob ich da jetzt einen Schulfreund geben dürfte oder ob er dann nicht zu den engsten, zum engsten Bekanntenkreis und Freundeskreis gehört. Keine Ahnung. Das müssten dann mal Leute sagen, die sich damit auskennen. Ich tue es nicht. Also betrachte das Ganze hier so als Anreiz, sich damit zu beschäftigen, weil es interessant ist, aber nicht als wissenschaftlich fundierte und bis ins kleinste Detail belegte Alter, was ist das denn für ein Scheißding?